bin viel zu spät, wir reiten jetzt los. Ja. Und Lynn sagt, er wird einen Buckler reinhauen. Ich hoffe nicht, sei lieb. Ja, kannst du mir meinen Autoschlüssel geben? Ja, darfst du. Los geht's. Okay, los geht's. Midnight Rodeo, 28.04.2023. Nach dem Rodeo feiern alle Gäste gemeinsam. Nach der Party wachen alle am Morgen danach in ihrem Wohnwagen auf. Doch der Wohnwagen von Harry ist leer. Wo ist Harry? Auf der Party wurde eine lautstarke Diskussion zwischen Harry, Otto, Linda und Marie beobachtet. Der Grund dafür war die Ergebnisliste, welche Otto am Abend zufällig gefunden hatte. Diese Liste ist der erste Hinweis für die weitere Geschichte und ist bis zum ersten Stopp unterwegs zu finden. Denkt daran, wir möchten von euch Tatort, Motiv, Tatwaffe und Tat... Was? Täter wissen. Auch für mich klingt das jetzt schon nach zu vielen Namen und zu viel Information. Du weißt, dass ich richtig dumm darin bin, ne? Also so was logische Sachen... Aber das kann ich eigentlich ganz gut. Okay, ich nicht. Gut, gut, gut. Ist dir aufgefallen, dass dieses Vorderzeug viel zu groß für dein Pony ist? Ich schreck dich aus. Mal einen Stift. Ja, hol mal einen Stift. Dann kannst du die Viecher halten. Wo soll ich dir denn die ganze Zeit hin tun, ne? Das musst du vorne in deine Bauchtasche tun. Okay. Wenn das... Hier. Ich bin überfordert. Marci. Oh. Hä? Nimm doch das Ding. Ich will nur einen Stift holen. Ja, aber das kannst du auch schon mal in deinen Bauch tun. Aber den Bon nehme ich. So. Oh. Lynn sagt, du buckelst heute einmal. Ich hoffe, das passiert nicht. Und wir haben Rapido dabei. Rapido ist ein Schisser. Irgendwie habe ich das Gefühl, Leute, einer klatschen wird oder wir ein riesiges Problem bekommen werden, weil die Pferde durchgehen. Aber das Ambiente ist schick. So richtig Western-Style. Na, Charolino? Sheriff. Haben wir eine Wette? Dass wir voll verkacken? Ja, das auch. Aber dann machen wir eine Wette. Buckelt der? Nee, ne? Der geht nur durch. Wer von der uns... geht durch und der buckelt. Okay, wer von uns beiden... das als erstes ein Problem haben wird und ob jemand von uns, sagst du? Ich sag, einer von uns wird klatschen. Sagst du ja oder sagst du nein? Nein. Nein. Hallo? Du sagst nein? Keiner von uns? Nee. Auch nicht ich mit diesem absolut beschissenen Sattel auf deinem viel zu kleinen Pferd. Ich habe Angst, dass der da reintritt. Meinst du, es passiert? Ja. Hoffen wir mal nein. Was machst du denn jetzt? Sieht kläglich aus. Der ist richtig wild unterwegs, ne? Also während des Reitens zu schreien, ist egal, was passiert, stellt sich heraus. Also unverdient erster Platz zu schreiben ist auf dem Pferd absolut eine Challenge. Aber wir haben ja jetzt eine Steigbügel mit hier, oder? Ja, können wir machen. Geht schon los? Achso. Okay, machst du gut? Hallo. Hast echt 16 Sekunden, das ist gut. Du dürfst ruhig weiterkommen. 19, 20. Und weiter nur von dem Dunklen, weil meiner hat es auf den abgesehen. Achso, ist der Rücksack hier sonst eben hin. Kennt ihr euch schon? Ja, nein! Schnell nochmal anfangen, was? Was? Ja,
ja voll die Scheiße. Du darfst auch jederzeit Stopp sagen, ne? Versuch das nur mit der Spitze so drauf zu packen. Dann hast du nicht so viel beim Zurückziehen. Mach noch einen und dann mach Stopp, oder? Oder willst du noch einen wagen? Einen. Okay. Ich will sie tun. Stopp. Hast du die Schere? Oder willst du auch daraus? Ja, wir können die Pferde jetzt hier gerade trinken lassen. Da hinten ist noch irgendwie was zu essen. Ist das Harry? Sieht aus wie eine Frau. Was hast du gesagt? Also, da ist eine Jacke, genau. Ich bin hier gerade so galoppiert. Und Lynn schreit auf einmal Leiche und ich war erstmal ein bisschen perplex. Und da ist noch eine Jacke. Ja, mehrere. Wir haben bis jetzt erst einen Buchstaben. Einen. Weiß ich nicht, ich glaube 15? Von 12. Toll. Und wir haben die Leiche schon gefunden, also irgendwas passt da nicht. Ich glaube, wir haben Pal übersehen. Okay, weiter geht's. Mhm. Ich wollte gerade ein Galoppvideo eigentlich machen, aber dann sind wir auf einmal ins Hetzen geraten. Ja, Schokobon. Ich nehme sofort ein. Und dann sind wir ins Hetzen geraten und man sieht es gar nicht, aber ich habe schon wieder so Tränchen, Windtränchen gehabt. Aber Rapido hat uns hart abgezogen. Also schon. Also, wir haben noch ein E gefunden. Unser Lösungswort ist bis jetzt E. Sehr gut. Meinst du, wir haben welche übersehen? Nein. Nee. Alles noch gut. Ich habe meine Suppe jetzt schon aufgegessen. Hier gibt es Suppenküche. Wir haben sogar hier nette Leute, die Pferde halten. Hat er Angst vor dem Pferd? Also, es sieht eher aus wie ein Pferd. Hat er? Nein. Nee, eigentlich nicht. Okay, jetzt. Auf jeden Fall. Ja. Wo müssen wir los? Was ist im Blick? Na, 56, ne? Habe ich gesagt, oder? Ja. So, wir haben jetzt Pferde getauscht. Und ich bin gerade das erste Mal Rapido galoppiert. Was ist da denn los? Oh. es war interessant. Meine Hände machen das nicht ganz mit und mein Bauch auch nicht, weil ich mich gerade so voll gefressen habe. An sich bin ich den ja schon mal geritten. Aber er ist, wie ihr seht, ein kleiner Hippo. Aber das Gelände hier ist der Hammer. Ich liebe es. Richtig schön. Machen wir eine entspannte? Boah, sonst halte ich das nicht aus. Aber mir ist ein bisschen warm mit der dicken Jacke. Ja, wir sind. Ja. So, wir haben hier ein Schild gefunden. Lynn, lies vor. Harry M., der erfolgreichste Rodeo-Reiter aller Zeiten. Ich muss hier ein bisschen zoomen. Er gibt uns einen Einblick in sein Leben. Harry stürzte 2016 auf einer Meisterschaft so schwer, dass er leidet und nicht mehr in den Sattel steigen darf. Und auch leider den 20. Meisterschaftstitel verpasst hat. Doch seine Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern. Harry setzt alle seine Hoffnung und Energie in seine Nichte Marie. Mach mal alle. In 90 Sekunden. In 90 Sekunden. Bist du bereit? Nee. Du sagst, wenn es losgeht. Stopp. Ja, dann darfst du los.
ein Feini. Oh, doch kein Feini. Bleib drauf. Einfach nicht loslassen. Einfach weitermachen. Ja, ich hab gesagt. Also das hat deine Mama auch gemacht. Guck mal. Wir haben so einen Tick für coole Pferde. 30 Sekunden rum. Also noch kannst du schaffen. Du schaffst das, guck mal, der hat sich schon wieder. Jetzt aber. Du schaffst das. Du könntest ihn jetzt hier noch aufsammeln. Guck mal, der hat sich doch schon wieder gefangen. Hälfte der Zeit ist rum. Das stresst ja gar nicht sowas. Ja, guck mal. Weiter geht's. Und wenn du nur einen einsammelst, ist auch nicht schlimm. Eine Minute ist rum. 30 Sekunden hast du noch. Nimm einfach nur den mit. Hauptsache ein. Und das geht jetzt nicht um Geschwindigkeit bei deiner Zeit, die du hier hast, ne? Ja, ist doch schön. Hauptsache ein. Also ich würde sagen, ein bisschen mehr Zeit. Weil Lynn so absolut talentiert ist im Kartenlesen, sind wir gerade komplett falsch geritten. Ich habe eben, hab eben schon da hinten das Meckes-Zeichen gesehen. Ich war so, wir müssen eigentlich das dahin. Das ist die richtige Karte. Und ich hatte... Nee, ist das überhaupt die richtige? Guck mal. Wisst ihr, womit ich es hier zu tun habe? Und ich hatte aber die hier offen. Die sehen fast gleich aus. Und die Minutenanzahl ist exakt gleich wie die Kilometer auf. Keine Ausrede für mich, weil das Meckes-Zeichen da hinten ist und das, wir müssen halt zu Meckes in die Nähe. Und dann sind wir gerade nach links geritten und dann waren wir wieder beim Tierheim da hinten und dann ist irgendwann mal aufgefallen, wir haben Kreis geritten. Egal. Was Zeit angeht, müssen wir uns eh nicht mehr spurten. Also was Intelligenz angeht auch nicht. Nein, 186. Es ist 186, ich wollte es eben auch schon sagen und dann dachte ich so, nee. Ja, fast. Deine Trense sieht am Limit aus. Ja, das treffe ich. Nicht so schnell! So, wir sind wieder angekommen. Und es war interessant. Wir haben 6 von 12 Buchstaben gefunden. Immerhin noch mehr als 2 ist. Und ja, ich mag Rapido. Ja, der ist cool. Sag mal tschüss. Ciao, ciao.